Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum neuen Video und zurück auf meinem Kanal. Ja, letztes Mal habe ich mich um die kleinen Messerchen gekümmert, heute geht es was Großes. Etwas, was viele schon nicht mehr auf dem Plan haben, viele, die sowas schon lange nicht mehr gesehen haben. Vielleicht erinnert sich euer noch dran, Mitte der 90er Jahre kamen Ontario Knives aus den USA auf den Gedanken, wir bringen eine neue Linie raus, die Spec Plus Linie. Nun, ich habe in den frühen Videos immer mal gern wieder von dem Ontario SB1 geschwärmt und das lange Warten hat sich ausgezahlt. Ich habe lange gesucht und es ist mir endlich in die Hände gefallen. Ein waschechtes Ontario SB1 der Spec Plus Serie, sogar noch eins aus der ersten Generation aus den 90er Jahren und das noch niegelnagelneu. Ich bin begeistert. Ja, das Gerät gehört mit. Hier habe ich mich letztens noch mit einem meiner bekannten Quellen, sage ich mal, darüber unterhalten. Es ist eins der Vergessenen, eins, die irgendwann mal im Laden aufgetaucht sind und einfach nie gekauft worden sind, weil es einfach aus der Mode kam, weil es vergessen worden ist, weil es nicht ausgeschildert war, weiß der Teufel wer. Aber im Prinzip ist das eins der sogenannten Vergessenen. Nun, das Ontario SB1, praktisch das Gegenstück aus den USA zum, ja, eins der Gegenstücke zum Kaber USMC. Ich habe es mit dem originalen Kaber USMC auch verglichen, hatte beide auch schon in der Hand gehabt als Vergleich und habe mich schlussendlich doch für das Ding hier entschieden. Dazu gleich mehr. So, packen wir mal das Prachtstück nochmal aus. Ihr seht, eine stabile Scheide. Mit zwei Druckknöpfen, die das Messer ordentlich gut hält. Fangen wir mit der Scheide gleich mal weiter an. Das ist zum größten Teil vernietet, vernäht und in echtem Leder, schwarz gefärbten Leder. Sehr robust, sehr langlebig gemacht, also praktisch so wie nahezu Urgroßvaterszeit im Zweiten Weltkrieg, sage ich mal. Hinzu kommt noch hier unten eine Öse für ein Lanyard. Auffällig war, das Lanyard ist kein Paracord hier. Das sind noch Original-Schnürsenkel von Armeestiefeln. Ich fasse es nicht. Hat es wohl damals auch so gegeben. Ist wirklich, ja, bevor man auf die ganze Paracord-Schiene kam, hat man dann halt für sowas früher mal auch Original-Armeestiefel-Schnürsenkel genommen wohl. Ich dachte erst, es wäre ein Scherz. Dem ist aber leider nicht so. Gut, machen wir weiter. Die Frontseite ist, ja, Kunststoff, sage ich mal, aber sehr gut vernäht, an mehreren Stellen vernietet. Das dürfte kein Problem sein. Das Messer ist darin rutschfest unterwegs, ganz nach militärischem Style. In der ersten Generation ist auffällig, die Scheide kann man mit den Bändern unten am Bein festmachen und ist nicht, ich wiederhole, nicht Molle-kompatibel. Das heißt, bevor es die ganze Molle-Kompatibilität gab, wurde das Ding halt geplant und gebaut. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr stabile Angelegenheit, wie ich finde. An allen nostalgischen Punkten, wo Schaden auftreten kann, ist das alles wirklich doppelt und dreifach vernäht und vernietet. Kein Lanyard-Hull an Bord, beziehungsweise, nee, Quatsch, kein Drainageloch an Bord. So, jetzt habe ich es. Ansonsten, ja, ist, wie gesagt, eine sehr ordentliche Angelegenheit. Finde ich gut. Also das ist wirklich eine maßgeschneiderte Arbeit. So, kommen wir mal zum Prachtstück hier. Klingenform, typisches Bowie-Style. Kam gut geschärft aus Abwerk. Könnte ein bisschen schärfer sein, aber was wir machen, das soll ja kein Schneidteufel sein. Das soll ein Allround-Messer sein, sage ich mal. Zum Kämpfen, zum Survival, als Camp-Knife. Und zur Jagd im Prinzip für alles und jeden. Natürlich mit der Hohlkehle beidseits, ähnlich wie beim Original USMC. Ontario gibt es ja schon, ja, praktisch seit vor dem Zweiten Weltkrieg schon im Prinzip eigentlich. Ist seit dem Zweiten Weltkrieg auch Ausstatter der US-Streitkräfte. Ich habe mich mal ein bisschen in den Foren umgesehen, also im Prinzip munkelt man schon, dass man das Kaber wohl bei US-Streitkräften
teilweise schon abgesetzt hat und nur noch durch das ESP One der aktuellen Generation ersetzt hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wer da mehr drüber weiß, gerne unten in den Kommentaren. So, kommen wir mal weiter. Die S-Generation ist besonders zu erkennen, weil das Coating, diese Beschichtung, das Coating, ist rauer als die aktuelle Variante. Ist auch rauer, wesentlich rauer als das USMC von Kaber. Erkennen kann man auch die erste Generation, die ist nicht weiß beschriftet. Die ist generell direkt eingestanzt, mit der Bestichung auch schwarz gehalten. Sieht man aus, Spec Plus Marine Knife SP1 Querstrich 95. Könnte das Modell sein und das Baujahr. Wie gesagt, das Ding lagerte schon einige Jahre in der Ecke von einem meiner Quellen und er meinte auch, das ist einer der Vergessenen. Seitdem der Paragraph 42a kam, Leute, ihr wisst, was ich darüber denke, was andere darüber denken, hat man halt diese großen Knives im Prinzip eigentlich in der Ecke liegen lassen. Ja, nichtsdestotrotz, es ist halt, ich finde es sehr handlich, also es stört nichts, es ist nichts kantig. Die Klinge ist im Vergleich zum USMC auch richtig zentral mit dem Erl ausgelegt und nicht leicht versetzt. Ich habe einen Doppelguard und einen Griff komplett aus Kraton, der wirklich bombastisch gut der Hand hält. Also so ein gummiähnliches Material ist ja Kraton. Und das ist wirklich bombenfest in der Hand. Also da rutscht nichts. Ja. Ansonsten hier unten ein Übersteg unten am Ende des Griffes, was man dazu brauchen kann, wenn man mal Macheten ähnlich zulangen möchte, auch als Haumesser. Nichtsdestotrotz ist das Ding auch als Kampf- und Jagdmesser, sag ich mal, ausgerichtet. Man sieht es hier oben an der Fehlschneide. Nein, ihr seht es nicht verkehrt, es ist wirklich scharf angeschliffen. Also das ist nicht von mir angeschliffen, das ist vom Werk aus so gewesen. Im Gegensatz zum Kaber ist das Ontario wirklich hinten, wie zu alten Western-Zeiten, hier hinten auch scharf angeschliffen. Um die Hauptschneide damit ein wenig zu entlasten, hat man damals ja diese Schärfe auch angeschliffen. Auf der anderen Seite, in diesem Falle, aus jagdlicher Sicht, ist das sehr, sehr, sehr penetrierfreudig, um dem Leben halt den Chaos zu machen, sag ich mal. Ja, was kann man noch zu sagen? Lanyard unten auch wieder ein Schnürsenkel, ein Armeeschnürsenkel. Finde ich richtig witzig, irgendwie auch Kult. Also Paracord braucht man da definitiv nicht, also das ist richtig gut. Auch so richtig schön zum Umlegen. Da macht man nichts verkehrt. Das läuft gut. Richtig schönes, fettes Gefühl. Jo. Bevor einer auf den Gedanken kommt, mich zu fragen, nein, das gute Gerät ist nicht Paragraph 42 konform, absolut gar nicht. Weil allein schon die Länge ist schon ziemlich böse, sag ich mal, für deutsche Verhältnisse. Das kann man höchstens für Jäger nehmen oder wenn man outdoormäßig unterwegs ist. Wir haben eine Klingenlänge. Ja, Moment. Das ist besser. So. Klingenlänge von 17,8 cm, ein ganz schön ordentlicher, amtlicher Prügel, der sich auch wirklich rentiert. Eine Klingenstärke ja, von fast 5 mm. Amtlicher Prügel, muss ich das sagen. Mein lieber Scholli, das Ding haut rein. Jo. Ist schon ein ganz amtlicher Prügel. Also als Camp Knife, also kein Problem. Ich habe ja eigentlich sehr wenig militärische Messer im Prinzip. Das einzig richtig militärische, was ist mein Glock 78 Feldmesser, was ich auch schon mal früher gezeigt habe. Und das war schon nicht von schlechten Eltern, aber das Ding hier, das Ding ist noch eine ganze Ecke größer und wuchtiger und böser, sage ich mal. Allein schon von der Breite der Klinge. Mann, 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 Mann.
Jo. Richtig schön fetter amtlicher Prügel. Gute Alternative zum Kälber, sag ich mal. Das SP-1. Sogar eins der ersten Generationen. Wahnsinn. Dass ich sowas mal in die Hände bekomme, hätte ich nicht gedacht. Ja. Klasse. Neues Camp Knives im Land. Ja. Perfekt. Jo. So viel zum Ontario SP-1. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Der Stahl des guten Prachtstücks ist ein 1095er Carbonstahl. Rockwellhärte um die 58. Ganz bevor ich es vergesse. Aber ich habe nicht vergessen. Mein Gott. Ja. Ich würde sagen, das soll's gewesen sein. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschö.